Grüße auf dem Channel, Freunde. Heute werde ich eine sehr verwirrende Geschichte erzählen, in der es um einen Hochschullehrer und seine beiden hübschen Studentinnen geht, und die Ermittler wissen nicht einmal, von welchem Ende aus sie die Geschichte angehen sollen. Alle Informationen zum Film findet ihr in der Beschreibung zum Video. Viel Spaß beim Anschauen! Der Film beginnt mit dem Auftritt eines gut aussehenden College-Professors namens Sam, der von allen Studenten verehrt und von den Studentinnen umschwärmt wird. Wir sehen eine seiner Verehrerinnen, die Studentin Kelly. Sie ist die Tochter sehr wohlhabender Eltern und Gönner der Stadt. Aber es gibt einige Mädchen, die Kelly nicht mögen, zum Beispiel Susie, die bescheidener lebt als Kelly, und sie hasst auch Detektive Ray, der das Mädchen zuvor wegen des Besitzes verschiedener Pillen für 6 Monate ins Gefängnis gebracht hat. Sam legt sein Boot an und wird von Kelly angesprochen, die den hübschen Sam bittet, sie nach Hause zu fahren. Dort werden sie von der Mutter des Mädchens, Sandra, empfangen, die einst eine Affäre mit Sam hatte. An den Wochenenden helfen die Studenten Sam und waschen seinen Jeep. Unsere Heldin Kelly und ihre Freundin sind zu dieser Tätigkeit eingeladen. Nachdem sie das Auto des Lehrers gewaschen haben, bittet Kelly ihre Freundin, nach Hause zu gehen, und sie geht zum Haus ihres Lehrers, aber der Mann zeigt kein Interesse an ihr. Ein schwer beleidigter Hottie geht nach Hause. Am nächsten Tag geht Kelly nicht zum College und erzählt ihrer Mutter, dass Sam, der Lehrer, sie vergewaltigt hat. Die Detektives Ray und Gloria übernehmen die Ermittlungen und nehmen alle Aussagen von Kelly auf. Und der unorthodoxe Privatanwalt Ken kommt zu Sams Verteidigung, und als er mit dem Anwalt spricht, streitet Sam natürlich alles ab und sagt, er habe nichts getan. Kellys überhebliche Mutter hetzt die ganze Stadt gegen Sam auf, und zusätzlich hetzt sie ihren jungen Liebhaber gegen den Lehrer auf, und es beginnt eine Art Schikane gegen den armen Lehrer. Am Morgen bekommt er Besuch von seinem Anwalt, dem er erklärt, dass er aus Prinzip nicht mit seinen Schülerinnen schläft. Am selben Abend erhalten die Ermittler einen Anruf von Susie, die sie zu sich nach Hause einlädt. Sie erzählt ihnen, wie Sam, ein Lehrer, sie vor einem Jahr vergewaltigt hat, und sie sagt dasselbe, was sie Kelly während des Verhörs gesagt hat. Dieser Beweis wird entscheidend, und der Lehrer wird bis zur Verhandlung in Gewahrsam genommen. Im Gerichtssaal erfahren wir, dass Kelly ins Kreuzverhör genommen wurde und ihre Aussage bestätigt hat. Doch nun ist es Zeit für Susies Verhör, bei dem die Anwältin ihre unglaublichen Fähigkeiten unter Beweis stellt. Kens Anwalt erinnert Susie bei ihrer Vernehmung daran, dass Sam, ihr Lehrer, sie zweimal vor dem Gefängnis bewahrt hat und ein guter Freund war, und dass er sie dann vergewaltigt hat. Einen Monat nach diesem Vorfall wird Susie jedoch mit Tabletten verhaftet, und das Mädchen wendet sich erneut an Lehrer Sam, damit er ihr wieder hilft. Diesmal war er jedoch im Urlaub, und Susie musste ins Gefängnis gehen. Hier hält das Mädchen den Druck nicht mehr aus und gesteht, dass sie Sam zusammen mit Kelly eine Falle gestellt haben, um sich an ihm zu rächen. Susie hat es getan, weil er sie nicht vor dem Gefängnis bewahrt hat, und Kelly, weil er ihr die Intimität verweigert hat, obwohl der Mann die Nächte mit ihrer Mutter verbracht hat. Kellys Familie musste schließlich bis zu $8 Millionen an Sam zahlen, weil sie mit ihren Lügen das Leben und die Karriere einer Lehrerin in dieser Kleinstadt ruiniert hatten. Und dieses Geld stammte aus dem Erbe von Kellys Großvater, das das Mädchen erst nach dem Tod ihrer Mutter, die noch in den besten Jahren war, erhalten konnte. Der Lehrer muss in ein Hotel ziehen, und am Abend kommt Kelly zu ihm. Und dann finden wir heraus, dass Kelly mit Sam unter einer Decke steckt, um das Erbe seines Großvaters vorzeitig zu bekommen, und dass Susie ihnen dabei geholfen hat, und die drei verbringen die Nacht zusammen. Unsere Detektive durchschauen den Betrug jedoch sehr schnell, und bald kommt Detektive Ray zu Kelly. Er sagt ihr unverblümt, dass er stark bezweifelt, dass sie zu dritt in der Karibik leben werden, da das Paar Kelly und Sam wahrscheinlich planen, den Junkie Susie zu töten, um das Geld nicht mit ihr teilen zu müssen. Am Abend kommt der Detektiv zu Susie und erinnert sie daran, wie er ihren Freund Dave bei der Verhaftung des Mädchens getötet hat, und deutet dann an, dass er alles über ihren Betrug weiß, aus dem sie als unnötiger Ballast herausfallen wird. Susie gerät in Panik, als sie versucht, Sam anzurufen, und fährt dann voller Angst mit dem Auto zu Kelly. Sam ruft Kelly an und sagt ihr, dass sie loswerden müssen, wenn sie sich so nervös verhält, und bittet dann beide Mädchen, der Aggression des Detektivs nicht nachzugeben. Die Mädchen flippen aus und fangen an, sich zu streiten und sogar zu prügeln, aber dann küssen sie sich leidenschaftlich. All dies wird von Detektive Ray, der Susie die ganze Zeit verfolgt hat, mit der Kamera aufgezeichnet, und nun weiß er mit Sicherheit über die Verschwörung des Trios Bescheid und erzählt seinen Kollegen davon. Am nächsten Abend geht Kelly mit der betrunkenen Susie an einen einsamen Strand, um sich zu amüsieren, als plötzlich Sam dort auftaucht und vorschlägt, dass sie sich alle ein letztes Mal treffen. Der Mann bittet Kelly, ihnen ein Plätzchen zu besorgen, und nimmt das betrunkene Mädchen mit in die Büsche und tötet sie.
Das Paar bringt die Leiche zu einem Sumpf, wo der Mann sie vergräbt. Susis Großmutter teilt den Detektiven mit, dass ihre Enkelin nicht nach Hause zurückgekehrt ist, und Detektive Ree kommt mit einem von Sams Studenten an den Strand, an dem Susi sich gerne aufhielt. Am Strand findet unser Detektiv Blutspuren und die Zähne einer Person, vermutlich die von Susi. Der Polizeichef trifft am Strand ein und Ree wird von dem Fall suspendiert. Ree bittet daraufhin seine Partnerin Gloria, die Verdächtigen zu observieren. Bei dieser Überwachung wird sie von Sam entdeckt und in sein Zimmer gebeten, um ihm Kellys Personalakte zu zeigen. Und aus dieser Akte geht hervor, dass das Mädchen Susi getötet haben könnte. Gloria informiert sofort Ree, der ihr sagt, dass das am Strand gefundene Blut zu Susi gehört. Der Detektiv begibt sich zu Kellys Haus, um sie vor Sam zu beschützen, aber ihr Treffen endet abrupt in einem Streit mit Schüssen. Am Ende wird der Detektiv in die Schulter geschossen und das Mädchen wird getötet. Der Detektiv behauptet, er habe Kelly in Notwehr erschossen, aber er wird trotzdem aus dem Polizeidienst entlassen, weil er sich den Anweisungen der Vorgesetzten widersetzt hat. Dann erfahren wir, dass die Spurensicherung festgestellt hat, dass die Blutspuren an Kellys Auto mit denen von Susi übereinstimmen. Die Polizei kommt daher zu dem Schluss, dass es Susi war, die Kelly getötet hat. Sam genießt ein reiches Leben auf einer tropischen Insel, doch plötzlich taucht ein ungebetener Gast auf. Der Besucher entpuppt sich als Ree, der ebenfalls an dem ganzen Betrug beteiligt war und nun gekommen ist, um seine Hälfte des Geldes abzuholen. Sam sagt, es gebe ein Problem und er müsse noch ein paar Tage auf das Geld warten, aber jetzt könne er segeln gehen. Auf der Yacht versucht Sam, Ree loszuwerden, er bittet ihn, ein festsitzendes Kabel herauszuziehen und wirft ihn über Bord. Doch irgendwie gelingt es Ree, das Seil zu ergreifen und auf das Boot zu klettern. Doch plötzlich wird der ehemalige Detektiv von jemandem harponiert und es stellt sich heraus, dass es die lebende Susi ist, die Ree an den Mord an ihrem Freund erinnert und eine weitere Harpune auf den Mann abfeuert. Endlich sind Sam und Susi allein, die Blondine bietet ihm einen Cocktail an, sieht aber das Misstrauen in Sams Augen und sagt ihm, dass sie sowieso nicht segeln kann und ihn deshalb nicht töten wird. Sam trinkt den Cocktail, aber er entpuppt sich als Gift. Das schöne Mädchen lässt ihn dann versehentlich über Bord fallen und segelt mit einer geschickten Handbewegung auf dem Boot davon. Das scheint das Ende des Films zu sein, aber wir werden zu Susis Großmutter gebracht, die von Detektive Gloria besucht wird. Sie fragt, was sie über Ree weiß, und die Großmutter erzählt ihr, dass er hierher kam, um eine Frau zu sehen, die er eines Nachts zu verprügeln begann, was von Davy, einem Jungen, der in sie verliebt war, gesehen wurde, und er begann, sie zu verteidigen, bevor er von dem Detektiv vor Susis Augen erschossen wurde. Dafür hat Ree das Mädchen dann ins Gefängnis gesteckt. Die Frau erzählt uns auch, dass Kellys Großvater hierher kam, um zu jagen, und einmal ein Mädchen mitbrachte, das von ihm schwanger wurde und er sie im Sumpf entsorgt hat, und dass das Baby von der Frau adoptiert und Susi genannt wurde. Es stellt sich also heraus, dass Susi und Kellys Mutter Halbschwestern sind und dass Kelly selbst ihre Tante ist. Bevor Gloria abreist, fällt ihr Blick auf die Yacht, die der Sohn von Susis Großmutter zu verkaufen bereit war. Es stellt sich heraus, dass das Boot Susi gehörte und das Mädchen konnte es sehr gut steuern. Und in Intelligenztests schnitt das Mädchen überraschend gut ab. Endlich erfahren wir, wie die Geschichte begann, denn alles begann mit einem Treffen in einer Bar zwischen der Schülerin Kelly und ihrem Lehrer Sam. Das Mädchen bot dem Lehrer eine Pille an und verbrachte die Nacht mit ihm. Und das endete in den Bildern, die Susi ihm mitbrachte, die sich über den Lehrer ärgerte, weil er ihr nicht half, nicht ins Gefängnis zu kommen. Das gerissene Mädchen entwickelte einen Plan für den Geldbetrug und bezog über Sam Detektive Ree in den Plan ein, mit dem sie wegen der Verhaftung und Ermordung von Davis Freund noch eine Rechnung offen hatte. Später wurde über Sam auch Kelly in den Plan einbezogen, und Detektive Ree kam in dieser Nacht, um Kelly zu töten, und schoss sich dabei selbst in die Schulter. Die Zähne für die Inszenierung des Mordes hat Susi allerdings selbst ausgekotzt. Kenneth, der Anwalt, kommt also zu der klugen Susi. Er gibt ihr Sams Geld abzüglich seines Honorars, sagt, der Fall sei abgeschlossen und wünscht dem Mädchen viel Glück. Das ist das Ende des Films. Vielen Dank, dass ihr euch das Video angeschaut habt, bitte gefällt es euch. Schreibt in die Kommentare, was ihr von dieser Geschichte haltet, und wir sehen uns in neuen Videos.